Wir sehen an den Finanzmärkten schon so eine Art vorweihnachtliche Ruhe. Aber es gibt ein Thema, das die Wall Street wirklich elektrisiert, was wirklich Emotionen hervorruft. Und das ist Tesla gegen Apple, nachdem Apple ja am Montagabend angekündigt hat, ja, wir wollen in den Markt für Elektrikfahrzeuge. So richtig konkret ist man da nicht geworden. Autonomes Fahren, was genau, selber herstellen, mit anderen herstellen. Aber es hat gereicht, um Tesla unter Druck zu bringen. Und die Aktie kommt jetzt von mehreren Seiten unter Druck. Das will ich im Folgenden kurz mal ausführen. Wir haben zunächst mal ja hier diese Ankündigung von Apple. Was sagt jetzt die Wall Street? Die nimmt das richtig ernst. Sie sagen, das ist eine viel gefährlichere Geschichte für Tesla als die herkömmlichen Autobauer. Ob zu Recht, klar, Apple hat sehr, sehr tiefe Taschen, hat sehr, sehr viel Geld und der hat natürlich diesen Vorteil, selbst Smartphones herzustellen, selbst ein Betriebssystem auf den Smartphones betreiben zu können. Also diese Verbindung zwischen Autos und Smartphones, die passt schon irgendwo. Autos sind immer mehr ja elektronisch, digital von Smartphones gekoppelt, an Smartphones gekoppelt. Dementsprechend macht das durchaus Sinn. Und das ist jetzt auch im Bereich Batterietechnik macht man sich Sorgen seitens der Tesla-Anhänger, dass möglicherweise Apple da ein wirklich entscheidender Konkurrent werden kann. Und Hedgefonds machen sich vor allem Sorgen, die sagen sich, das ist jetzt doch wirklich der erste große, fette Wettbewerber, der Tesla da herausfordern kann. Damit fällt so ein bisschen dieses Mantra weg, ja, Tesla wird absolut die Zukunft gehören. Denn wie gesagt, Apple hat tiefe, tiefe Taschen. Das hat Tesla bekanntlich nicht so wirklich. Da muss man immer wieder Kapitalerhöhungen machen, um ein bisschen Geld in die Kasse zu spülen. Macht eigentlich keinen Gewinn ohne den Verkauf dieser CO2-Emissionsrechte. Und Hedgefonds beginnen jetzt ein bisschen umzudenken und sagen, das ist für uns eigentlich ein Verkaufsargument, wenn jetzt da plötzlich dieser große Konzern Apple angekündigt hat, das wertvollste Unternehmen der Welt angekündigt hat. Wir wollen in diesen Markt mit einsteigen. Und jetzt kommt dazu, dass natürlich Tesla am Montag in den S&P 500 aufgenommen wurde und damit entfällt eben ein Argument, dass zum Beispiel Indexbetreiber die Aktie kaufen müssen, weil sie eben dann diese Gewichtung von Tesla von 1,5% im S&P 500 eben auch adäquat abbilden müssen. Also hier ein entscheidendes Kaufargument fällt weg. Dementsprechend sehen wir den Kursverlauf. Mit Tesla geht es seit dem Freitagabend bergab. Als diese Indexbetreiber Tesla aufnehmen mussten, da ist die Aktie dann kurz vor Handelsschluss nochmal massiv nach oben gestiegen, ist auf $690, glaube ich, im Hoch gegangen und ist seitdem eigentlich ziemlich deutlich unter Druck, während Apple zulegen kann. Heute Tesla um und bei minus 4%, Apple ist positiv. Wir sehen also da eine durchaus konträre Entwicklung. Und jetzt kommt noch dazu, dass Tesla ja stark getrieben wurde durch den Kauf von Call-Optionen. Die Broker mussten sich absichern, haben dann oft die Aktie physisch gekauft, um die Call-Überhänge ein bisschen auszugleichen. Und jetzt kann man zum Beispiel solche Überhänge auch abbilden durch den S&P. Das ist ja ein Riesenindex, da hat man dann viel mehr Instrumente für das Hedging jetzt für die Broker zur Verfügung, als das vorher der Fall war. Also das sind alles Punkte, die jetzt hier nicht mehr unbedingt Rückenwind für Tesla geben. Dementsprechend scheint das Gesetz auch hier zu greifen, dass eine Aktie im Vorfeld der Aufnahme in den Leitindex S&P 500 steigt, aber dann eher sich schwächer entwickelt als der Index selbst. Das ist offenkundig ein Mechanismus, der gerade bei Tesla jetzt eintreten dürfte aufgrund der Optionen. Jetzt noch aufgrund der Konkurrenz von Apple. Und das wird viele treffen, denn schauen wir uns mal an. Tesla ist mit Abstand die meistgehandelte Aktie, respektive das Volumen, das mit Tesla bewegt wurde, ist konkurrenzlos, kann man sagen. Unter den 16 größten Volumina, die am Markt bewegt werden bei einzelnen Aktien, ist 14 Mal Tesla, nur zweimal Apple. Wir sehen hier vor allem am letzten Freitag, als eben die Indexanbieter Tesla kaufen mussten, haben wir einen absoluten Rekordwert gesehen, mehr als das Doppelte dessen, was der bisherige Höchstwert bei Tesla war, was der bisherige Höchstwert
aller am Markt gehandelten Aktienvolumina war. Also das ist schon sehr, sehr spektakulär und da werden noch viele drin sitzen. Die sitzen in Optionen, die sitzen in der Aktie selber und das kann dann nochmal richtig für Spannung sorgen. Die könnten nochmal richtig Stress bekommen. Jetzt, wo die Wall Street sagt, naja, jetzt haben wir wirklich ein Argument, auch mal die Aktie zu verkaufen, wenn wir mit Apple einen Konkurrent haben, der übermächtig ist potenziell, der vielleicht noch nicht diese Erfahrung hat, aber der sich diese Erfahrung einkaufen kann, der unendlich tiefe Taschen hat, dann wird die ganze Geschichte für Tesla und Elon Musk wirklich eng. Schauen wir uns mal hier die Marktkapitalisierung an der Unternehmen. Apple mit Abstand das größte und schwerste Gewicht im S&P 500, glaube ich 6,4%, dann Microsoft mit 5, ein paar zerquetschten und an sechster Stelle dann Tesla nach Google und Facebook und Amazon, also das ist natürlich schon ein Konkurrent, der ernst zu nehmen ist. Insgesamt sehen wir jetzt so kurz vor Weihnachten nochmal die Situation, dass die sogenannten Sell-Side Analysts, also das sind praktisch Analysten von Banken, sagen, wir stufen alles rauf, Kursziele werden massiv erhöht, so stark wie seit Januar 2018, nicht mehr Januar 2018, was war das? Da ging es ein bisschen steil nach unten, nachdem zuvor die US-Unternehmenssteuerreform dann doch durchgekommen ist durch den US-Kongress. Dann ging es Anfang Januar noch mal ein bisschen nach oben und dann bums, machte es noch mal richtig Krach. Dann hatten wir einen ziemlich validen Abverkauf im Januar 2018. Alles natürlich nur Zufall, wie auch die absolute Euphorie, vor allem im Russell 2000, den Sie hier sehen. Lifetime Buying Opportunity, sagt hier Sven Henrik, also eine Kaufgelegenheit des Lebens, jetzt noch da oben einzusteigen, wenn der Kurs so um und bei 34% von seinem 200-Tages-Durchschnitt entfernt ist. Also da ist schon eine gewisse Manie erkennbar. Wir sehen, die Parameter sind überspannt. Also der Russell ist so ein bisschen das gehypteste Instrument, der wo die Qualität auch der darin enthaltenen Aktien einfach miserabel ist, dementsprechend oder teilweise miserabel, nicht alle natürlich, aber doch ein nicht unerheblicher Teil ist einfach Junk, ist einfach Schrott. Insgesamt, um jetzt mal den Sprung in die Realwirtschaft zu machen, sehen wir, dass Goldman Sachs ja einen Current Activity Indicator rausgibt und wir sehen, der ist das erste Mal jetzt auf negativ gedreht. Corona-Situation ist dafür verantwortlich, auch dass in Europa die Dinge ein bisschen schwieriger geworden sind, eben durch Corona, spielt hier eine gewisse Rolle. Heute haben wir dann auch das Verbrauchervertrauen gesehen, Conference Board, und wir sehen da einen deutlichen Rückgang auf 88,6. Das war überraschend. Es sind offenkundig die Republikaner, es sind die Trump-Anhänger, die gerade was die Erwartung für die Zukunft betrifft, jetzt ziemlich negativ geworden sind. Ähnliches Phänomen wie 2016, als die Demokraten sehr negativ wurden, als Donald Trump dann Präsident geworden ist. Wir haben heute auch Daten gesehen zu den Verkäufen bestehender Häuser. Die sind insofern sehr wichtig, weil sie 90% des amerikanischen Immobilienmarkts abbilden und die Zahl war schwächer. Warum war sie schwächer? Weil es kaum mehr Angebot gibt. Nur 1,28 Millionen Objekte waren überhaupt noch im Angebot. Das ist der niedrigste Stand, seit die Daten erfasst werden, seit 1982. Also da sehen wir, dass dieser absolute Boom nach wie vor anhält und jetzt schon an, naja, geringerem Angebot scheitert. Deswegen ist der Index schwächer ausgefallen oder sind heute die Verkäufe schwächer ausgefallen. Und wenn man mal genauer hinschaut, dann sind es vor allem die Luxushäuser, die extrem gesucht sind. Also alles, was über $1 Million ist, das geht weg wie warme Semmeln. Der durchschnittliche Hauspreis ist auch auf $310.000 gestiegen. Das ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 14% und das trotz Corona. Wenn wir uns jetzt mal die Welt anschauen, was denn so eigentlich das BIP hergegeben hat. Wir haben Aktien Märkte auf oder in der Nähe der Allzeithochs und hier sehen wir mal ein paar GDPs aus der Welt und wir sehen drittes Quartal eigentlich überall negativ, mit Ausnahme natürlich von China, aber die haben den Vorteil, die haben selber die Würfel, mit denen sie die Zahl auswürfeln. Ne? Das haben die anderen, die halten sich ja an bestimmte Regeln. Na, die Chinesen, die sind ein bisschen lockerer. Da kann einmal eine politisch gewürfelte Zahl rauskommen, die vorher schon klar ist. Dementsprechend ist China natürlich besonders gut aufgestellt. Klar, es geht dort besser, weil man früher schon auch aus der Corona-Geschichte rausgekommen ist. Aber
So richtig glaubhaft sind vor allem die BIP-Zahlen. Nicht die anderen Daten stimmen teilweise, aber die BIP-Zahl ist eine hochgradig politische Zahl. Aber der Rest der Welt ist im Grunde negativ. Es hagelt Minuszeichen, nur nicht an den Aktienmärkten. Wir haben jetzt noch die Thematik Brexit. Das ist etwas, was jetzt eigentlich bald entschieden werden muss. Und wir haben nach wie vor kein Agreement. Barnier hat heute die EU gebrieft und gesagt, wir haben nach wie vor große Probleme in Sachen Fischerei. Wir haben nach wie vor Probleme mit Level Playing Field, also mit dieser Wettbewerbsgleichheit, dass die Briten dann bestimmte, naja, Regularien, bestimmte Standards der EU unterlaufen, Steuern zum Beispiel, dass sie praktisch so eine Art Steuerparadies werden, dann, das will die EU vermeiden. Also das wird eine schwierige Geschichte, das britische Pfund dann heute unter Druck. Und hier noch abschließend ein Chart von Jesse Felder, ehemaliger Hedgefondsmanager von Bear Stearns, der hier mal aufzeigt, was eigentlich derzeit in Sachen Liquidität der Fall ist. Wir haben natürlich ja die Ausweitung der Fed-Bilanz, davon spricht jeder. Aber Felder sagt in Referenz auf Stan Druckenmiller, diesen legendären Hedgefondsmanager, es geht nicht nur um die Fed-Bilanz, es geht ja auch darum, dass man diese Fed-Bilanz abgleicht mit den Staatsanleihen, die neu emittiert werden durch die USA. Und jetzt ist es so, dass die Fed natürlich ihre Bilanz massiv erhöht hat, aber der amerikanische Staat wird die Emission von Neuschulden durch eben Staatsanleihen jetzt in den nächsten Monaten massiv nach oben fahren. Und das bedeutet, dass der Liquiditätseffekt durch die Fed, der jetzt in die Märkte gekommen ist, durch das QE eben der Fed, dass der immer geringer wird, wenn die Fed nicht das Volumen des QE erhöht, weil immer mehr Anleihen auf den Markt kommen, das Volumen immer größer wird, dass die Amerikaner hier emittieren. Dementsprechend wird dieses größere Volumen spätestens im Sommer 2021 dann dieses QE praktisch pulverisiert haben. Das gleicht sich dann aus, denn da wird ja sehr viel Geld reinfließen, nicht nur durch die Fed, sondern auch durch andere Investoren, Profi-Investoren, Privatinvestoren, wer auch immer sich da reinkauft. Dementsprechend werden wir also die Situation erleben, dass der Liquiditätseffekt durch die Fed dann spätestens eben zu Mitte des Jahres 2021 völlig verpufft. Oder wie gesagt, die Fed muss dann auch das QI nochmal rauffahren, sonst ist das alles für die Katz. Das soll es erstmal gewesen sein. Wie gesagt, es ist ein bisschen ruhig, aber spannend ist und bleibt natürlich das Thema Tesla, das immer sehr, sehr emotional besetzt ist, wie ich aus den Kommentaren meiner Videos immer wieder erstaunt feststelle. Da gibt es diejenigen, die also absolute Tesla-gläubig sind, jedem sein eigener Glaube, da bin ich in gewisser Weise tolerant, aber ich habe halt den Nachteil, dass ich nicht gläubig bin, oder den Vorteil genauer gesagt. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.